Nice. Okay. Kamera rollt. Ja, die Kamera macht einfach mit Punchline. Verprügelt mit einer Punchline. Verprügelt mit Punchline. Sehr gut, dann ja, dann klatsche ich. Also ich muss ja nicht klatschen, ich fange einfach an. Ja, Leute, also... Yay, vielen Dank! Nee, ich meine, vielen Dank. Guck mal, danke. Zwei Leute, also sehr viel mehr habe ich nie erwartet. Dann, ist das treffende anonyme Alkoholiker-Schweiß geworden gerade. Dann moderiere ich mal ganz klassisch an. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Verprügeln mit Punchlines. Wir sind nicht zu Hause, wir sind nicht in Berlin, wir sind nicht in Deutschland, wir sind in einem anderen Land. Wir sind in der Schweiz, in Solothurn, auf der Solokorn, und wir freuen uns riesig hier zu sein. Ja. Wir haben ein paar Blicke schon auf uns, wie sagt man? Gezogen. Und freuen uns wirklich hier zu sein. Es gibt viele, viele coole Stände hier. Unter anderem haben wir auch einen Stand und dürfen uns quasi hier vertreten. Und das ist großartig. Sehr viele liebe Leute, finde ich. Und, ja, sehr viele liebe Leute. Und sehr viel coolen Kram. Also ihr müsst euch vorstellen, die das jetzt gerade hören oder sehen auf YouTube. Also es gibt Stände mit Leuten, die Artworks verkaufen. Es gibt Stände mit Pokémon-Karten. Also es gibt Stände mit so Oldschool-Gaming-Kram. Es gibt großartige Cosplays. Also es ist eine wirklich ganz schöne Sache. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass wir da sein können. Und wir haben jetzt einfach einen Woogie-Kommentar aus dem Off. Großartig. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, wenn mir jemand gesagt hätte, vor zwei Jahren, ich werd in der Solothurn sein und ein Woogie hackelt meine Anmoderation. Großartig, ich liebe es. Ich bin gerade sehr, sehr happy, hier zu sein. Also vielen, vielen Dank nochmal an Dave und an die ganze, interviewen? An die ganze das wird ein sehr einseitiges das ganze Interview. Team, dass wir das hier machen dürfen. Genau, ja. Nochmal an der Stelle. Und wir dachten, wir machen einfach, also das wird, glaube ich, Podcasten. Das ist, glaube ich, unsere absurdeste, aber gleichzeitig coolste Folge, glaube ich, jetzt schon. Ja, ich glaube auch, das wirst du nicht jetzt mit irgendwas erstmal toppen können. Ja, wirklich, also was sollen wir euch noch geben zu Hause, ja? Also ganz ehrlich, also was... Ja, ab nichts? Minute drei Liebe einfordern. Nichts gegeben, aber erstmal Liebe einfordern. Nee, guckt euch an und wir verlinken auch die Solokon und alles drumherum auf unseren Instagram. Das heißt, wenn ihr die Folge cool findet, dann schaut man da vorbei. Und ja, wie geht's euch, Jungs? Wie fühlt ihr euch? Ey, also ich muss sagen, ich bin unfassbar übermüdet, aber die Energie einer Messe zieht das immer nach oben. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen egal, wie müde man ist. Wenn man erstmal reinkommt, dann saugt man immer die ganze Energie auf. Und es rettet einen ein bisschen. Plus, ich habe auch richtig viel Koffein getrunken. Das wirklich. Ich bin auch wirklich. Seien wir ehrlich, das ist es. Ja, ich habe du bist gerade 15 Mal zum Kaffeestand gelaufen. Plus, ich habe Koffeintabletten genommen. Wow. Ich finde das immer der Punkt, weil es gibt so, Koffeinsucht hat mehrere Stufen. Ja. Ja. Es gibt Leute, die trinken grünen Tee, das ist immer das so ganz seicht. Ja. Das kommt dann immer locker. Ja. Dann gibt es die Ein-Kaffee-Typen. Ja. Und dann steigert sich bei Kaffee von 1 bis 8 und dann geht man zu Koffeintabletten. Und dann hat man verloren. Ja. Das ist der Schritt zu viel. Und was, wirklich Koffeintabletten, aber das ist ja gar kein Genuss mehr. Das heißt, man ist einfach so, ey, du glaubst, der achte Kaffee wäre Genuss? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich meine, das ist für Trucker. Du hast Sodbrennen bis in die Nase rein am achten Kaffee. Das ist kein Genuss mehr. Ja. Das ist Selbsthass. Ja, aber das heißt, du hast, wie viele Kaffee hast du jetzt intus? Als ein, zwei? Ich bin mit zwei erst. Zwei? Okay, das ist dafür, dass wir auch erst seit 8 Minuten hier sind, ist das gar nicht so schlecht. Ja. Du könntest den Tag überleben. Ja. Ich werde den Tag überleben. Aber meine Sorge, also wirklich meine einzige Sorge, die ich hier habe, ist, dass ich richtig viel Geld loswerde. Ja. Das ist, ohne Scheiß, ich habe gerade ein Hero-Quest-Set gefunden. Ich habe es ihm vor ein paar Sekunden erzählt, dass ich es auch gesehen habe. Okay. Und es war krass, weil du hast es früher gespielt quasi. Ja, also ich habe es als Kind wahnsinnig viel gespielt. Ja. So viel, ich habe Teile verloren, mein Kaninchen hat Teile davon gegessen. Ja. Ich habe Hero Quest bis zum Erbrechen gespielt. Jetzt sehe ich dieses schöne eingeschweißte Set. Ich wollte gerade sagen, ist sogar noch eingeschweißt. Ja. Ja. Und dann steht man davor und denkt sich so, wow. Ja. Wenn wir alle zusammenlegen und eine Hypothek eröffnen, kann ich wieder HeroQuest spielen. Vor allem das Ding ist, dann müssten wir aber vor allen Dingen ausschnicken, wer es öffnen darf. Ja, genau. Weil das ist ja das Geile, das ist ja dieser Moment, wo man den ganzen Wert davon vernichtet. Ich find's cool, irgendwann wirst du ein Kind haben und so, dir so, Papa, warum kann ich nicht auf Klassen fahren? Also würfel einfach. Weißt du, wie viel das gekostet hat? Ja. Ja. Oh Gott. Ach, sehr, sehr gut. Ja, diese eingeschweißten Sachen, die sind richtig verlockend, oder? Ja. Ich weiß nicht, was es mit einem macht.
Ja. Aber sowas Eingeschweißtes zu sehen, was nee, so alt ist. Also es ist halt dieser Nostalgiefaktor. Ja. Ich finde es Wahnsinn. Der redet so also, hart hier. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe einfach ein GBA-Modul gesehen. Hm? Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge sogar gesagt. Link to the Past. Und ich gucke es an und es leuchtet quasi mich an. Und ich bin so, und habe wieder zurückgepackt. Aber ich muss gucken, vielleicht kaufe ich es mir. Aber sehr, sehr viele coole Sachen, also die man sich hier kaufen kann. Ne? Wollen wir über die war es für dich ein Link to the Past? Es war für mich ein Link to the Past, oh mein Gott, da kann einer so gut moderieren. Ja. Nice, ne? Danke, und jetzt die Werbung. We continue. We continue. Wollen wir darüber reden, worüber wir gestern sehr viel geredet haben? Wo, also, man muss sagen, gestern ist das erste Mal passiert. Über Preise? Ich weiß nicht. Pass mal auf. Wie lange machen wir das hier? Seit über 4 Jahren. Ja. Und ich würde sagen, gestern ist das erste Mal passiert, dass ich die Stimme der Vernunft war. Ja. In 4 Jahren bei dem Thema tätowieren lassen hier. Mhm, genau. Ja. So das. Das ist für mich immer noch... Ja. Warst aber du die Stimme der Vernunft oder warst du die Stimme der Bürgerlichkeit? Oh, ja. Jonas, nicht immer die richtigen Knöpfe bei mir drücken. Das schaffe ich nicht. Es macht halt keinen Sinn. Leute kennen dich und die sind dann so... die wissen ja, was du deinem Körper antust. und die harmloseste Sache willst du dann quasi nicht machen. Aber glaubst du, es ist die harmloseste Sache, die ich meinem Körper antun könnte? Ja. Scheiße. Ich würde würd wahnsinnig gerne einmal hier durch die gesamte Crowd laufen und fragen, wer sich schon mal auf einer Comic-Con hat tätowieren lassen. Das ist eine gute Frage. Ja. Ist das normal? Ist die also, Frage. Sag mal, hast du ein Tattoo? Hast du dich tätowieren lassen? Nee, du hast Captain Mel von der Firefly. Für deine, ich wollte gerade sagen, hab ein bisschen Anstand. Ach Mann. Und wenn ihr genau hinguckt, in dieser ganzen Crowd sitzt irgendwo Waldo. Ich sag nicht wo, aber er ist irgendwo da drin. Ja. Es ist das einfachste Bild der Waldo überhaupt. Ja, das ist wie wenn man damals so ein Buch in der Bibliothek von Where's Waldo ausgeliehen hat. Und wenn du Pech hattest und du hattest ein Arschlochkind davor, waren die immer eingekreist. Ja, und hast du das ganze Buch kaputt gemacht. Du hast also, blätterst du einfach nur durch und gibst nach 8 Minuten zurück. Ja. Ich habe alle gefunden. Aber das können wir als neue Tradition einführen. Wir gehen in die Bücherei und schreiben auf den ersten Buch im Buchdeckel das Ende vom Buch rein. Ja, Marianne stirbt. Genau. Ach Mann, ey, meine Augen sind gerade so, meine Augen waren noch nie so... Ja, es ist schwer, sich zu fokussieren gerade, ne? Aber wir können tauschen, weil dann siehst du die Wand hauptsächlich. Ich hatte ganz kurz die Augen. Ich weiß die Augen. Da hab ich auch Stand gesehen. Wir müssen alle mehr schlafen. Wir müssen alle ja schlafen. Ach, mega. Nee, Falk, also ich finde, du siehst das zu streng, aber und vor allem in dem Kontext ist das echt komisch, weil du hast gestern so eine Faszination gehabt, dass dein Körper so reinbleiben soll, ne? Du willst quasi, dass die äußere... Ja, mein Körper quasi, ist halt ein Tempel, ihr wisst ja, wie es ist. Dein Körper ist aber ein Tempel für, weiß ich nicht. Ja, du meinst gestern Satanismus. Ja. Was echt fies ist, aber auch echt nicht so falsch. Ja. Ich weiß nicht, aber das Ding ist doch zum Beispiel, guck mal, von innen, also wenn man mich sieht, kann man ja nicht erahnen, wie sehr ich innerlich vermodere. Genau. Ja. Dafür muss man mich ja besser kennen. Dafür muss man nicht riechen. Dafür muss man... Ja. Ich habe mich auch vorhin schon wahnsinnig aufgeregt, wie hervorragend ihr beide heute aussieht. Ihr seid so richtig rausgeputzt, Hemd, hier so eine teure Jeans. Du siehst so gut aus und ich habe Flecken auf 4 verschiedenen Kleidungsstücken. Ihr müsst euch für den das Kontext verstehen. Problem. Falk hustet manchmal und sagt danach, Blut. Und es passiert zu oft. Das ist ein Gag, den alle immer glauben. Das ist das große Problem. Weil dein Gesicht passt auch. Das ist wirklich, also, ist dann so. Wir cosplayen heute als 2 Leute, die eine Intervention machen. Für unseren Freund, der leider nicht mehr klarkommt. Ja. Falk, pass auf, wir müssen. Wir sehen beide als Plakat. Ja. Das finde ich gut. Ah, sehr, Jürgen, wir haben es auch geschafft. Also, du kannst aufhören, dir Heroin in die Augen zu tröpfeln. Ja. Wenn du am ehesten ein Tattoo, also wir haben überlegt, VMP, richtig? Ja, das genau, das wäre ja dann der Gedanke. Jeder ein Buchstabe. Wenn dann so ein Community-Ding. Oder jeder quasi, jeder ein Buchstabe. Nicht oder jeder ein Buchstabe. Nee, wenn, dann würde ich sagen, jeder VMP. Also, weil sonst gibt es wieder Streit, wer welchen Buchstaben kriegt. Ja. Weil ich will das V. Ja. Ich will nicht das P haben. Guck mal, und jetzt geht's los. Nee. Ja, das P sieht komisch. Nee, aber dann. Genau, das P sieht nämlich locker komisch aus. Ich kann auch nicht das M haben, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, wir alle wollen das V. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, die Stelle ist halt am wichtigsten. Ich glaube, wenn du eine Stelle nehmen würdest, die halt nicht so präsent ist, dann ist, glaube ich, alles cool. Ich glaub, dann, also, ich glaube, eine Stelle hätte ich inzwischen gefunden. Ja. Es ist für mich einfach so eine riesige Unterkette. Wo? Falk, das Unterkette. Warte mal, hier. Wo ist deine Stelle? Also, wenn, dann würde ich das so ganz so sexy hier so machen, dass wenn man so eine Boxershorts trägt, dass man das hier so leicht sieht. Yeah. Oh, yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. So ein bisschen so David Beckham-Vibes. Yeah. Ich bin richtig übermütig, merke ich gerade. Du wärst einfach eine sehr scharfe Influencerin. Ja, oder wie so eine richtig scharfe Influencerin. Ja, okay. Ja, das wäre meine Stelle. Okay, also du wirst da tätowiert. Hier. Ja. Ja. Was würdest du nehmen? Hier. Hier? Unterm Auge? Linkes oder rechtes Auge? Ja, wo schlägt das Herz? Ne? Links. Dann hier. Nee. Ja doch, in der Mitte eigentlich eher. In der Mitte. Mach's über die Nase. Über die Nase. Ja, ich glaube, da ist hier Platz. Ich würde es auf dem Po machen, glaube ich. Wirklich auf dem Po? Ich glaube, das aber ist über so beide Backen?
Also wirklich. Nee. Also wie so ein Branding oder komplett? Ich weiß es nicht, aber ich glaube... VM hinten, P vorne. Wow, das ist nicht schlecht, ja. Das ist furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Das ist nicht schlecht, das ist grausam. Ich finde es übrigens schön, dass wir jetzt hier so sind, weil die Leute, die das ja hören, kennen ja den Timetable nicht. Nee. Genau. Wir haben uns quasi hochgesetzt, wenn die ganzen Leute reinkommen. Das heißt, wir sind für die alle, so, die vorbeigehen, einfach wie so Fahrstuhlmusik. Ja. Weißt du, was ich meine? Wie so ein bisschen so jazzy. So. Es ist ja auch früh. Die Leute, aber also, wir haben nicht gesagt, wie spät es ist. Es ist 10 Uhr morgens. Also wir haben noch nie um 10 Uhr morgens aufgenommen. Noch nie. Also, wir waren noch nicht mal in der Nähe von 10 Uhr morgens. Wir waren wirklich, also es ist nicht unsere Uhrzeit, aber irgendwie doch jetzt schon. Also ich finde, wir sollten jetzt öfters... Nein, auf gar keinen Fall. Nee? Niemals. Können wir ein Game daraus machen, was wir sehen? Also ich glaube, ich habe jetzt schon 5 Ghostbuster. Ja, Ghostbusters. Gut, aber das ist ein Ghostbuster-Stand. Okay. Ja. Das ist unfair. Ich sehe mir viele Ghostbusters. Ein Mookie und ein Ewok. Die Ghostbusters waren die... Ah, Mookie und Ewok-Stand. Oh, pass auf, was du jetzt sagst. Nee, also ich habe Ghostbusters geguckt, als ich klein war. Ja. Und ich fand immer die Box cool, in die so Geister reinkommen. Wie hieß dieser riesengroße, dieser Michelin-mäßige? Der Marshmallow Man fand ich immer mega cool. Ja. Weil du eine kleine Naschkatze bist, ne? Ja. Also du wolltest immer so ein bisschen am Beinchen knabbern. Kann ich verstehen. Wirklich cooles Cosplay. Wie hieß dieser grüne, Slimer. Slimer? Und es gab... Ich finde es gut, wenn wir darüber reden, weil wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu blamieren. Ja. Während uns ein Mann mit einem wirklich perfekten Cosplay anguckt, wie wir Müll erzählen. Das ist wirklich holprig. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Also, ich bin so beeindruckt, wie viel Arbeit da teilweise reinfließen muss. Ja. Wenn wir halbwegs so lange an unseren Jokes arbeiten würden, wären wir alle berühmt. Ja, das stimmt. Nehme ich. Von einigen gehört, dass es quasi auch manchmal ein Jahr dauern kann, ganzes Cosplay zu bauen. Das ist schon heftig. Also das ist schon echt krass. Brauchen wir noch sehr viel Commitment. Und wir haben ja schon, ich wollte nochmal die Frage stellen, so was für ein Cosplay, wir haben es ja schon geklärt, wir haben eigentlich den perfekten Cosplay für uns. Also wir wären die Minions und du wärst Dings hier. Du bist eigentlich zu groß dafür. Das wäre zu groß. Aber gibt es nicht Minions auch in groß? Oder sind die alle gleich groß? Guck mal, jetzt haben wir das perfekte Forum, um diese Frage zu stellen. Ja. Sind Minions alle gleich groß? Nein. Nein. Siehst du? Es gibt... Ah, okay. Ah, ja, du könntest safe ein lila Mutierter sein. Ich werde safe ein lila Mutierter. Ich habe schon oft gedacht, du bist ein lila Mutierter. Ja. Dir drücken wir einfach eine Packung Schokolade in den Mund und du drehst völlig frei. Ja. Einfach dich auf Zucker setzen. Nee, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Thorsten hat mir was Spannendes gesagt. Man muss eigentlich das cosplayen, worauf man Bock hat, was gar nicht so äußerlich passt. Ich dachte immer, ich habe mich sehr darauf eingeschossen, zu glauben, so ja, irgendwie mein Körpertyp muss dazu passen. Aber ich glaube, wenn man es wirklich fühlt, dann kann man auch eigentlich alles cosplayen. Was würdest du machen? Ich wollte von Avatar, der Herr der Elemente, dieser Typ, der seine Kohlköpfe immer verliert. Ich würde einfach mit so einem... Würde ich die ganze Zeit meine Kohlköpfe schreien. ich glaube, das wäre so... Oh, würdest du allen auf den Sack gehen? Ja. Du bist so oder, genau, ja, das ist... darauf hätte ich wirklich Lust. Finde ich aber keine schlechte Idee. Weil ich glaube, es ist so von der Production Value. Mhm. Du hast halt... Er hat jetzt halt kein krasses Kostüm. Das stimmt. Lumpen, sage ich mal. Ja. Und dann das Große ist eigentlich dieser Karren mit den Kohlköpfen. Aber wie cool, ey, sorry. Also das ist, ja, also die Leute, die den Gag verstehen, werden ihn lieben. Ja. Das ist so ein typischer Gag für drei Leute. Und alle anderen werden wahnsinnig verwirrt sein. Ja. Und vor allem, es riecht dann immer nach Kohl. Es riecht richtig dann, anstrengend. Also nach Helmut Kohl. Es riecht immer ein bisschen nach Helmut. Jonas? Ich finde, das ist auch gar jetzt, nicht so jetzt, du hast so ein Ding damit aufgemacht, dass man jetzt gegen Typ castet, sich selber. Nee, genau. Also, du musst ja nicht. Du kannst jetzt endlich machen, worauf du Lust hättest. Ja. Du bist ja ein freier Mensch. Ich meine, kann ich nicht einfach Batman in Zivil sein? Ja, du kannst Batman in Zivil sein. Das heißt, du bist einfach jetzt so. Hat Batman in Zivil nicht einmal eine Brille? Ja. Ich brauche keine Brille. Du kannst so eine gute, tiefe Batman-Stimme machen. Ich kann sie, glaube ich, auch. Du kannst wirklich, das wäre eine ganz gute Batman-Stimme. Ja. Aber die klingt so, als würde die sehr auf die Stimmbänder gehen. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie er die ganze Zeit irgendwie Verbrechen verdingst und dann auch noch... So nennt man das. Weil deswegen redet er so wenig. Ja. Wirklich, ich glaube, deswegen... Das ist ein guter Punkt, der muss die Stimmbänder schieben. Die Leute denken immer, er ist wortkarg. Er ist nicht wortkarg, es geht nur wahnsinnig auf die Stimme immer.
ich bin Batman zu sagen. Ja. Du hustest nach zweimal. Ja. Ja. Zwei Sätze, ja. Dann war's das. Also du musst doch, glaube ich, sehr viel trinken, um diese Stimme haben. Was für eine gute. Sehr gut. Der Wookie ist okay mit dem Shot. Wundervoll. Der Wookie ist unser Kameramann gerade. Ja. Ich wünschte, wir können die Kamera drehen. Ja, es wäre wirklich gut, wenn die Kamera drehen. Die Pandemie ist auch den Wookies nicht vorbeigegangen. Wir mussten sich auch ein zweites Standbein aufbauen. Du musst mal hier einmal vorbeilaufen, dann sehen die Leute dich. Ja, das wäre wirklich gut. Yes, bitte ein riesengroßer Applaus für Dave. Dave, willst du mit auf den Shot? Ja. Yeah. Sag mal kurz guten Tag, Dave. Wir werden direkt gecancelt gerade. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ey. Das ist... Sehr, sehr gut. Das sehr, ist sehr gut. Dave. Ich hoffe, man sieht ihn auf der Kamera. Er macht die ganze... Er produziert die ganze Comic-Con. Yes. Ja. Riesenapplaus für Dave? Nichts. Okay, alles doch. Doch, also na, also. Hat doch funktioniert. Er hat mehr gekriegt als wir. Ja. Das ist voll okay. Ja. Ich finde, wie hieß der von der Mandalorian, der kleine Baby... Baby Yoda. Grogu, ja. Sehr, sehr cute. Super cute. Ja. Habt ihr Mandalorian geguckt? Nie. Ja, doch. Also ich habe jetzt Disney Plus, jetzt könnte ich. Ey, mach das mal. Ist wirklich eine... Ja, also erste Serie. Season habe ich bisher gesehen. Aber ist schon nice, ne? Oder? Habe ich die zweite auch gesehen? Aber angeblich gut und sehr kurzweilig. Oh, irgendwie... ich würde einmal gerne... Ihr könnt es nicht sehen, aber ein Wookie kommt immer näher an uns. Ja. Und das ist eine beeindruckende Gestalt. Ja. Muss man wirklich sagen. Wenn du möchtest, komm kurz... Also das Problem ist, das wird eine richtig schwierige Kommunikation gleich. Nein, nee, wieso? Das ist super einfach. Ja? Nee, sich auch ja, so. Ja, sorry, aber wir müssen in den Hyperspace. Wir können... Wir müssen... Ich weiß nicht, was du... Dann reparier's halt. Wundervoll. Sehr, sehr cool. Das finde ich so geil. Ich liebe es. Aber sowas geht mir wirklich ein bisschen einer ab. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Also ich müsste irgendwas natürlich aus World of Warcraft cosplayen. Die Frage kann ist immer, Mount was... sein? Kann ich irgendein Mount sein? Ja! Ich habe seit kurzem so eine Ratte. Ich will keine Ratte sein. Du hast eine Ratte, auf der du reitest? Ja, ich habe eine Ratte, auf der ich reite. Was spielst du gerade? Momentan maine ich hauptsächlich Schamane. Ja. Aber ja. Der letzte Patch 9.2 war das größte Verbrechen, was ich seit langem erlebt habe. Okay. Ja. Also das war so scheiße. Das ist ein starkes Statement angesichts der allgemeinen Situation. Ja, aber. Ja. Es ist... Ich kann leider nur in Superlativen reden. Ich wünschte, ich hätte irgendwann mal gelernt, Maß zu halten. Nee. Ey, sag mal, also wie geht es euch damit, dass es schneit? Weil du bist gerade in so einem Winter-Wunderland-Feeling. Du liebst es. Ich glaube, ich weiß nicht, ob und ich kämpfe mich gerade durch den Gedanken, dass draußen Schnee ist. Ich weiß nicht, ob ich einfach so gebirgig aufgewachsen bin. Es beruhigt mich halt immer, wenn es schneit. Es wirklich? Ist unglaubliche Ruhe. Manchmal gebe ich so auf YouTube so 5-Hour Snow... Noises ein. Also Snow Noises. Einfach, kennen alle laut Schnee. Weil ich dann zu Hause liege und dann höre ich so. Ja. Ich dachte, es kommt 5 Stunden lang leise, rieselt der Schnee. Nee, ich habe gestern ohne Spaß 4 Stunden Skyrim gespielt wieder. Ja. Ich bin und einfach durch die Tundra gelaufen und einfach, während es draußen schneit, ist einfach schön. Du wolltest ein bisschen das Schweiz-Feeling. Ich wollte ein bisschen in der Schweiz sehen. Es war wirklich, mich beruhigt das sehr. Ich fühle mich wohl einfach in dieser gebirgigen Landschaft und auch hier voll die schöne Altstadt hier in Solothurn, die wir durchgelaufen sind. Also ich habe dir zu dir gesagt und du hast mich wirklich fast schon gemaßregelt. Ja, ich habe dich gemaßregelt. Dass, ich war so, wenn ich mir aussuchen könnte zwischen Strand- oder Bergeurlaub machen, nehme ich immer die Berge, weil ich mich immer irgendwie wohler fühle. Ja. Du hast gesagt, was ist das für eine Antwort? Ja. Ich versuche die Reaktion im Publikum zu lesen, ob man dazu stimmt. Ja. Berge vor? Okay. Bessere Luft. Du hast nicht irgendwelche komischen, weiß ich nicht. Aber weißt du, was das Problem am Berg ist? Er geht bergauf. Ja. Aber der Strand ist ja... Was glaubst du, warum ich solche Beine habe? Oh, wir haben Jonas verloren. Nee, es geht wieder los. Das ist Ihre Lieblingsdiskussion. Nee. Guck mal, wir haben sogar Moderationskarten. Ja. Ich finde, ich möchte einmal unsere Professionalität loben. Ja, scheiße, ich habe keine. Du hast ein Hemd. Ich habe ein Hemd. Du hast ein Hemd. Ich muss irgendwie die ist so leer, tun. Aber tu einfach so, als was drauf. Nee, aber wie viel, du magst den Schnee gar nicht. Also du bist in meinem Kopf waren wir fertig mit Schnee. Ja. Das ist ein bisschen das Problem. Ich muss in meinem Kopf wieder zurückgehen zum Schnee. Ja. Weil ich war ja letzte Woche in Stuttgart und da waren, glaube ich, 19 Grad tagsüber. Yeah. Und so brechender Sonnenschein. Yeah. Ich war im T-Shirt und jetzt der Schritt zurück, Erhard. Ich verstehe. Nee, das kann schon verwirrend sein, aber ich glaube, wir müssen uns an sowas gewöhnen. Warum? Weil wir werden 4 Touren. Kann sein, dass wir nächstes Mal in, keine Ahnung, in Lissabon sind. Wir müssen verschiedene Klimabedingungen erproben. Ja, müssen wir wirklich. Ja. Ich glaube ja, ach nee, ist okay. Das nächste Mal sind wir einfach in der Wüste irgendwo oder so, keine Ahnung. Wir kennen alle die Comic-Con in der Wüste. Oh shit, das war quasi. Es ist unmöglich, dass das nicht aggressiv klingt. Ja, ja. Das ist wirklich.
Ach Mann, ey. Ich kann mich noch erinnern. Es fühlte sich wirklich gerade so ein bisschen sehr nach einer Beleidigung an, ne? Ja, ja. Man hat die Sprache nicht verstanden. Wirklich? Ich dachte ganz kurz, hey, kommt auf die Bühne und gibt uns eine. So. Ja. Das ist wie so eine Barschlägerei. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal den letzten Star Wars Episode 6 mit meinem Vater geguckt habe. Ja. Ja. Weil mein Vater hat mich sehr, sehr jung daran rangeführt, weil das war so sein Nerdtum, ja. War Star Wars. Warte mal, wann war Episode 6? Ah nee, das ist ja alt. Das ist alt. Genau. Aber ich weiß nicht, es war schon lange draußen, als ich dann gelebt habe. Ja. Aber mein Vater wollte mir das irgendwann zeigen. Und ich hatte so eine ganz irrationale Angst vor denen. Echt? Ich fand die nicht süß. Er dachte, ich werde die jetzt knuffig finden. Ach, die Ewoks, ja. Ja, aber irgendwas an denen war ich so... Die hatten so einen komischen, bissigen Kampfgeist. Aber wenn hat mich verwirrt. Wenn im Star Wars-Universum etwas an dir ähnelt, dann sind sie ja, die ich Ewoks. Weiß, 1:1 ich. Ja. Ich könnte alle von denen sein. Du hast einfach Angst vor dir selbst gehabt. Ja, das ja, kann ja. sein. Wow, das ist ein bisschen philosophisch. Das ist wie so in den Abgrund gucken. Wenn man lang genug in den Ewok guckt, okay. kommt der Ewok auch in dich. Ja. Das war für mich so ein bisschen so ein Ding. So ein Orakel. So ein bisschen. Ja. Ach, sehr, sehr schön. Oh. Was sehen wir noch für... Wir sehen coole Laserschwerter, wir sehen... eigentlich so ein bisschen wie so ein Paralleluniversum. Ich finde es immer cool, weil da theoretisch so... Das stimmt, ne? Als wäre es eine große Crossover-Episode. Es ist dann immer so, ja, wer stärker? Son Goku oder Ruffy? Und dann, ja, klärt das mal. Jetzt, hier könnte man das wirklich klären. Stimmt, da gibt es immer so Videos, ne? Ja. Ich finde es immer wahnsinnig müßig, fiktionale Charaktere in ihrer Stärke zu vergleichen. Ja, da gibt es ganze Websites zu. Es ist ja auch immer so, wer ist stärker? Batman oder Superman? Ja, aber das ist ja übelst einfach. Das ist wirklich... Das ist wirklich die einfachste Frage der Welt. Ja. Der eine hat Kohle, der andere hat Laser. Aber hat nicht so Batman das ist ja so, übelst so voll einfach. Die Gadgets, dass der er auch der Kohle gewinnt. Oder zum Beispiel so Deadpool gegen Batman. Wer würde da gewinnen? Das ist keine einfache Kampf. Ja gut, das wird jetzt ein bisschen interessanter. Aber ja. Superman ist ja... Also wirklich, ja okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, rechtfertige Dinge. <Ding. lacht> Bei Franchises können was ist, wenn Batman Kryptonit zur Verfügung hat? Ja. Kann man Kryptonit kaufen? Ja. Dann hat Batman safe gewonnen. Ich hab nachgeguckt. Er kauft das ganze Kryptonit. Er war so, hier schmeißt du Bitcoin. Ich dachte, du meinst, da ist Krypto. Wow, der Joke hat lange gebraucht bei mir. Ja. Oh. Ach Mensch, schön. Guck mal, es hat sich Loki zugesetzt. Nee, nicht Loki. Doch. Doch, Loki. Guck mal. Loki, komischer Charakter. Also so im Sinne von, weil manchmal... Oh, du bist die geborene Schamanze. Ja. Weil manchmal denke ich mir so... Guter Filmrezensent. Weil ich denke so, ja, er ist irgendwie... Also der Schauspieler spielt halt wirklich gut. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Mann, ey. Tom Hiddleston, ne? Ja. Nee, Tom Holland war Spider-Man. Tom Hiddleston war Loki. Der macht das hervorragend. Ich finde, er ist ein großartiger Schauspieler. Also es gibt einige Rollen, die sind perfekt gecastet. Ja, ich würde auch sagen, absolut perfekter Cast, glaube ich auch. Welchen Super... Also wenn wir in einer Serie jemanden spielen könnten, wen würden wir spielen? Oh, ich würde, ja, ich würde gerne Croc spielen aus Thor. Der bergige Typ, dieser Fels. Ah, ja, okay. Ach so, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Das würde... Ich wäre gerne... Oder Donatello aus den Ninja Turtles. Oh ja, ja, das ist geil. Donatello? Ich mag diesen Bo-Stab, weil ich war so, das ist das Einzige, okay, was ich cosplayen kann. Okay, aber der Typ, der die Maschinen baut. Ja, fand ich immer cool. Okay. Also Raphael bin ich auf gar keinen Fall. Ich hab dich sehr viel mehr als Michelangelo verortet. Oh. Was hatte Michelangelo für Waffen? Der Michelangelo hatte zwei... Hauptsächlich seinen Enthusiasmus. Aber dann bin ich das. Ja. Nee, dann du bist dann eher der Donatello von uns. Du bist dann der... Ich glaube, ich bin tatsächlich der Leonardo von uns. Leonardo? Ich aber sagst Haushalt du nur wegen dem Namen? Ja. Weil Leonardo ist der beste Name. Weil ich die Name. Hotels liebe. Ja, ja. Ach man. Deswegen, es lädt einen ein, so über in verschiedene Franchises abzudriften, weil man sieht die ganze Zeit verschiedene Franchises. Ja, ne? Ja. Es ist schwer zu fokussieren. Ja, ich finde die Location, der wir auch sind, voll schön. Also ich sehe das gerade nicht, oder? Aber das ist so ein wunderschöner so Altbau. So das ist eine alte Reithalle. Ja. Wie eine alte Reithalle, Wahnsinn. Ja, weil normalerweise haben Messehallen ja gerne mal so was Kaltes, Kühles. Ja. Und sobald man einmal nach oben guckt, sieht man Holz. Und Gefühl, das rettet alles. Hier gab es so früher so richtig gute mittelalterliche Feste drin. Oh ja. Ja. Weißt du, wo... Oder? Wo so laut gesungen wurde und so. Ich habe gestern zu viel Skyrim gespielt, sorry. Also, ich glaube gerade ja. Aber nee, warum nicht? Ich finde, so dumm klingt das gar nicht. Früher wurden hier die Drachen gehalten und so. Das stimmt schon. Ja, oder? Ja.
Deswegen sind ja die Ringe da noch draußen. Ja. Oh, ich dachte ganz kurz, das Gummo als Charakter, aber so fame sind wir, glaube ich, noch nicht. Dass jemand dich cosplayt? Ja. Ey, ist ja natürlich, da bist du gerade ein bisschen groß. Das wäre natürlich ein großartiges Kompliment irgendwann, wenn jemand mal Faruk Gummo cosplayen würde. Das wäre Wahnsinn. Ja, aber eine Schnecke zu cosplayen ist richtig hart. Und die ersten Naruto-Charaktere laufen durch. Ich habe auch schon ein paar gesehen, muss ich sagen. Ja, das ist Tobi, ich schon ein paar gesehen. Großartig. Ja. Oh, Kotzki. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Aber da war die Serie noch gut. Ey, nee, das ist später ein bisschen gekippt, finde ich. Ich weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hatte auch so einen kurzen Dip-Moment in Naruto, aber ich habe es dann nochmal durchgeguckt und ich fand es wirklich gut, nochmal wie Shippuden geendet ist. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz bis zum Ende geschafft. Ja? Nee, das war mir dann immer zu sehr... Oh, aber es als alle nochmal gelebt haben in dieser quasi Edo Tensei, wo die quasi wiederbelebt wurden, aber... quasi nicht echt, sondern... Ja, das war mir schon der Meter zu viel. Echt, da habe ich das Gefühl, da sind wir schon den Shark gejumpt. Echt? Um ehrlich zu sein. Aber diese ganzen... Also da muss ich dir widersprechen. Nee, weißt du, es gibt bei Serien kommt man manchmal, finde ich, vor allem bei Animes, kommt man manchmal in die Bredouille, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo die beiden Hauptcharaktere gegeneinander kämpfen und man immer denkt, oh nein, jetzt hat er verloren. Ja. Aber jetzt kommt Superkraft Nummer 12. Ja. Und dann muss der andere Superkraft Nummer 13 zünden. Ja. Und dann kommt Superkraft Nummer 14. Ja. Und dann haben wir uns oft verrannt. Aber guck mal, du bist doch ein Typ, der sich auskennt mit so Kneipenschlägereien und so. Ja, das ist doch genau da bin ich zu Hause. Das passiert doch im wirklichen Leben, genau so. Ja. Nee. Doch. Dann kommt Shadow Nummer 12. Ja. Und dann kommt jemand mit dem Ellbogen Nummer 13. Ja, aber das Ding ist, diese Schelle braucht dann auch einen neuen Namen. Ja. Und sie braucht sogar eine Geschichte. Ja. Weil das ist ja immer, da muss uns immer erklärt werden, warum der Charakter das kann. Die hat man von seinem Onkel Miroslav gelernt. Ich meine, das Problem hatte... Miroslav in Urlaub damals noch, als es das noch gab. Ich fand, Dragon Ball hatte viel eher das Problem als Naruto, fand ich. Vor allem bei den letzten Buu-Kämpfen, da war ich auch so, haben wir es jetzt. Ja. Noch ein größeres Kamehameha. Ja, genau. Jetzt müssen wir alle an das Kamehameha glauben. Irgendwann wurde es ja dann really weird. Und wir gerade beim Marvel-Universum waren, jetzt ist ja so, ne, dass die ganze neue Generation von Schauspielern reinkommt und es wird ja viel geswappt. Ne? Also wir haben jetzt Female Loki, wir haben Female Hawkeye, wir haben eigentlich Iron Man ursprünglich auch mal, haben sie dann wieder gekippt. Ich warte auf männlich Black Widow. Ja, das wäre cool. Wo ist das? Ich möchte einen Mann in sehr, sehr engem Spandex. Ich finde, männlich Black Widow sollte... Oh, das würde ich aber auch sehen. Viel zu weit offene Kostüme. Ich finde, das wird passieren. Oder? Das ist nicht unmöglich, dass das kommt. Black Widow ist ja quasi, kann ja so richtig gut Kampfkunst. Wer kann den spielen? Also sie ist ja quasi so eine Expertin in so jeder Kampfkunst. Ja, ist das so ihr Ding, einfach gute Kampfkunst? Ja. Ja. Also ich finde, dann sollte Black Widow von Khabib gespielt werden. Also man sieht einfach, wie er Thanos so im... Ganz ehrlich, ist der einfachste Call nicht Tom Hardy? Ja, stimmt. Der ist doch schon längst aber Tom Hardy ist, aber der kann auch mehrere Sachen. Der ist doch vielfältig, ist der. Der stimmt. Oder? Ja. Was mit Idris Elba? Das ist ein bisschen für Black Widow. Das ist ein bisschen zu sehr stimmt. On the nose. Wow, das ist ja... Ja, aber würde er es nailen? Ja, es kämpft Darth Vader gegen den... Passiert? Also es ist ein einfacher Kampf, aber anscheinend gewinnt der Ewok. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Ewok... Ja, mit dem Tritt ins Knie. bisschen antiklimatisch, aber realistisch. He's hurt. Ey Mann, das ist so cool hier, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Nee, ich kann mich auch gar nicht fokussieren. Ja. Es ist wirklich schwer. Und Michael Myers steht daneben, also als ob er einfach darauf wartet, dass er... Michael Myers ist der Ref in diesem Kampf. Vor allem dieses Unbeteiligte dahinter ist irgendwie gut. Ich fand das auch gut, die sind zusammen reingekommen, ne? Darth Vader und Michael Myers sind zusammen reingekommen. Wirklich? Und ich dachte für einen Moment so, ich glaube, ihr solltet nicht zusammen rumhängen. Ja. Weil ihr seid schlechter Einfluss für mich. Man wird ja nicht besser, so ein guter wenn man mit Leuten Punkt. Rumhängt. Ihr seid so ein schlechter Einfluss. Oh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott. Also, wenn ihr eine Sache von hier kaufen könntet, dann bist du safe bei dem Dings hier, ne? Bei dem, HeroQuest ist ganz vorne. Also, wenn wir uns eine Sache... Bei mir aber Exex ist auch richtig weit vorne. Ja. HeroQuest? Ja. Weil ich hatte es nämlich nicht. Ah. Ich habe immer nur die Werbung gesehen. Hattest du die deutsche Rip-Off-Version Herr des Schwertes? Das wusste nicht mal, es gab eine deutsche Rip-Off-Version. Herr des Schwertes. Ja. Ey, wenn man Deutsche sich einen Titel ausdenken lenkt, geht sofort es war sogar fast dieselbe Aufmachung vorne drauf, aber es sah so ein bisschen trashiger aus. Ah. Es war einfach ein bisschen schlechter gezeichnet, die Figuren waren alle ein bisschen schlechter gemacht, aber im Großen und Ganzen war es dasselbe. Nee, das haben meine Eltern mir nicht gekauft. Wie so ein Fake-Schokoriegel, das ist so Snickers, aber nicht Snickers. Ja. Das ist die River-Cola unter dem Brettspiel. Und diese, ich habe Hero, das habe ich immer in der Werbung gesehen und ich wollte das immer haben. Aber meine Eltern haben es mir nie gekauft.
Ja. Ich fand das so, wir mussten einmal in der Grundschule ein Märchen schreiben, mhm, als Übung. Und einer von meinen Freunden hat einfach nur mehr oder weniger HeroQuest übersetzt, ja, zu so einer Art Märchen. Perfekt. Und dann auch so, ja, und dann zauberte er einen Eiswall. Das war so eine Karte, die man so legen konnte. Ah. Und er hat eine 1 bekommen. Sicher. Und wir waren alle so wütend. Oh Mann, weißt du noch, was du bekommen hast? Gerade 2 oder irgendwas, 3, keine Ahnung. Kannst du dich erinnern, was das war, was ach du geschrieben hast? Ach so, nee, nee, nee. Ich hab wirklich versucht, mir irgendwas auszudenken, keine, ja, Ahnung. Irgendwas über einen Gnom. Du hast keinen Rip-Off gemacht. Nee. Ey, wenn ich hier die ganzen, also hier werden ja sehr viele Nostalgie-Knöpfe gedrückt. Ja, und ich, nur. Also ich rutsche manchmal auch in Nostalgie-Rabbit Holes. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, du könntest es kennen. Es gab ein Brettspiel, das hieß Bravo Traube. Nee. Ja. Das war, da konnte man so Bravo Trauben... Bravo Traube heißt das Spiel und Trauben hat das Ziel. Wirklich, ja, genau das. Und da konnte man so Trauben aus so Knete machen. Und dann sind die da lang gelaufen. Nein. Und dann gab es so einen Hebel, die man ziehen konnte. Da wurden die zermatscht. Es gab eine Schere, da wurden die zerschnitten. Und ich habe irgendwann nachts mal die Werbung davon geguckt. Auf YouTube, weil ich habe echt mein Leben null unter Kontrolle. Und dann wollte ich das kaufen. Ja. Das kostet 400 Euro gebraucht. 400 Euro? Gebraucht. Wow. Und da steht auch dazu, ja, da fehlt einiges, aber ja, du wirst ja eh kaufen. Und ich war so, und ich war irrational kurz davor zu sagen, ja, ja, 400 Euro, du wurdest letzte Woche ich weiß bezahlt. Genau, um welche Uhrzeit es sich gehandelt hat. Es ist, man hat solche... Man ja, hat was sagt, glaubst du? Sag die Zeit. 1.45 Uhr. Bisschen später, halb drei. Man hat nie diese Gedanken so einfach mittags. Ja. Man denkt sich ein guter Punkt. Ja. Man hat nie mittags einen impulsiven Kauf. Ja. Ist immer spät. Oh Gott. Deswegen ist. Aber also nur mal so das, ne? Das Spiel, das kannst du fast selber bauen. Ja, Jonas, da fehlt mir alles zu. Muße, Talent, ja, Fingerfertigkeit. Du brauchst ein bisschen Knete. Du machst eine Traube. Du kaufst Trauben. Kauf einfach normale Trauben. Ja. Mal Gesichter auf die Trauben. Und dann schneidest du die mit der Schere durch oder trittst mit deinen nee, Schuhen. Das klingt ganz schön scheiße. Ich will, dass das aus billigem Plastik ist. Das wär so die Version, ja, wenn man keinen Bock hat, Geld auszugeben für sein Kind. Also, wir haben noch einen Schuh zu Hause. Ja. Hier sind ein paar Trauben. Stell dir das mal vor. Ja. Hast du eine Schere? Was ein trauriges Weihnachten. Du kriegst eine Packung Trauben und eine Schere. Nee, nee, und Stiefel. Stell es dir einfach vor. Stell's ja, einfach vor. Ja, ja. Hey, komm, Fantasy. Ja, ja, ja. Oh, oh Mann, oh, ey. Schön. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe mich vorhin eine halbe Stunde mit Kit unterhalten. Hm? War ein weirdes Gespräch, muss ich sagen. Ja. Er hat angefangen, sich zu wiederholen ab einem gewissen Punkt. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verstanden. Also ja, das ist von der Kindheitsschublade, die ist für mich aufgegangen. Oh, das kann ich verstehen. Ja. Ja. Ich bin auch mit offenem Mund dran vorbeigelaufen. Also. Ja. Oh, das ist mein Cosplay. Ich glaube, ich komme als Michael Knight. Ich muss mir so eine oh, das ist sexy. Lockenperücke das besorgen, ist so sexy. Das finde ich ehrlich gesagt mega gut. Das ist wirklich. Das finde ich mega gut. Wer nach 2 Minuten verhaftet, wer ist dieser Drogendealer? Stimmt, ne? Das sieht wirklich nach so 80er Jahre Kokainproduktion aus. Ja, war es auch, glaube ich. Stimmt, ne? Hast du mal die Drehbücher gesehen? Weil wie nüchtern war jemand, der dachte, das Auto spricht. Es gab eine Folge ja, von Knight Rider, wo er sich mit Ninjas in Hollywood am helllichten Tag geprügelt hat. Das ist wahr. Ah. Also irgendwann war den Drehbuchautoren war auch alles egal. Ja, die waren ne, dann das war so eine ganz komische Zeit. Es gibt jetzt Ninjas. Halt, es gab damals nicht so viel Auswahl. Heute gehst du auf Netflix und es sind zigtausend ja, Serien. Ja. Damals waren die, ja, die werden es schon gut finden, weil es ja, gibt ja nichts anderes. Ja, ja. Also, das ist, ja, was das für dich ist, ist für mich der vierte Rocky. Oh ja. Weil der ist auch völlig over the top. Ich glaube, mit Ivan Drago. Genau, ich glaube, da kommt Rocky irgendwann auch einfach so in kompletter American-Dings mit der Fahne raus. Und dann, oh, und der böse Russe, der gedopt wird. Und so, ja, oh, das ist so ein guter Film. Also objektiv der schlechteste der Reihe. Ja. Aber es war der erste, den ich geguckt habe. Und deswegen habe ich so eine ganz weirde Liebe für den. Ich überlege gerade, was aber ist auch weirdes Drehbuch. Was ist kein bei gutes mir, Drehbuch. Was ist bei willst du denn nicht als Rocky kommen? Könnte ich als Rocky kommen? Ja. Aber dann so als Rocky nach dem Apollo-Fight. So richtig zugerichtet. Ja. Ach Mann, ey. Du kommst einfach in die Halle und bist immer, Adrian! Adrian! Oh, ich merke gerade, ich kann das gut mit meiner ja, Stimme. Ja, das du hast würde die funktionieren. Stimme dafür. Und vor allem, wir können uns vorher treffen, ihr schlagt einfach auf mich ein. Ihr könnt mal alles rauslassen. Jedes zu spät kommt möchte, von mir. Jeder Text, möchte, der nicht abgegeben ich möchte wurde. Ich das Schwein sein, was Kopf überhängt in was Rocky kann. Ich werde einfach... So willst du meine Schweinehälfte sein? Ich werde die Schweinehälfte sein. Ich bin dann so in einer Lagerhalle kopfüber. Und du kommst dann einfach rein und fängst dich an zu boxen. Das ist so eine gute okay, Idee. Das ist so ein gutes Cosplay. Dann komme ich als Mick. Ich mache mich zu einem kleinen irischen ja, Trainer. Ey, das wäre so geil. Du bist eine Maschine. Ey, ohne Leute, Witz. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir das machen, gerade zu doll. Ja. Viel zu ey, doll. Leute, schaffen wir das bis morgen? Wir gehen heute mal kurz in die Altstadt, besorgen dir Boxershorts ja, und so. Ich muss einfach nackt Kopf überhängen. Also, das ist einfach so Cosplay überhaupt.
Ey Leute, ich habe es schon vorhin gesagt, ich habe mich jetzt, glaube ich, dreimal verliebt mittlerweile auf dieser Con gerade. Ich sehe hier, ich verliebe mich zu schnell. Was ist es hier? Ich verstehe das nicht. Irgendwas... Ich glaube, du bist der... Ja, das ist der Frühling, glaube ich. Das ist der Frühling vielleicht. Die Kostüme. Frühling und Kostüme. Ja. Und für einen Podcast. Frühling. Ewok, ne? Ich habe mich... Ewok? Also Ewok, einer von drei okay. auf jeden Fall. Alles klar, gut. Ja. Wollte ich nur wissen. Nee, also man merkt sich, die Leute sich richtig Mühe gegeben haben. Und irgendwie, vielleicht habe ich da so einen Knick... Für, weiß ach, du magst einfach gute Outfits. Gute Outfits. Das stimmt. Guck mal, du trägst ja selber auch ein gutes Outfit. Ja, irgendwie ist es... Das sind, diese Schuhe sind so weiß, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Also, die bleiben nicht von alleine so sauber. Ja, also, 100 Pro nicht. Guck dir meine an. So ja. sind Schuhe aus, aber man sich keine auch, Mühe du hast ja auch präventiv in Grau gekauft, weil du wusstest... Ja, 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 wen lügen wir hier an? Die ja. bleiben nicht weiß. Ja, ich finde Jonas hat schöne Stiefel. Ha? Ja, aber die müssen so sein, ne? Die müssen ja. abgenutzt sein. Also du bist auch sehr winterlich. Und weißt du warum? Weil es Crazy Horse Stiefel ja. sind. Ja. Wie heißen die? Crazy Horse. Woher kommt es? Von einem Pferd, was mentale Probleme hatte. Und wurde es deswegen erschossen? Aber jetzt wird es richtig traurig. Ja. Sind nur sehr dreckig geworden. Das, so, war das. Ja. Das ist einfach so ein Pferd, das du sauber machst, dann geht es raus ja. und es wälzt sich sofort wieder. Oh ja, du ich, hast das Pferd ich, ich sofort. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade ein bisschen mehr Publikum bekommen. Deswegen wollen wir einfach nochmal anfangen. Noch eine Anmod? Nein. Das wird ab jetzt schwer zu erklären. Ich finde es eigentlich gut, wenn es so random ist. Aber so, wer sind diese drei Menschen? Ja. Ja. Exakt, oder? Ja. Ja. Und die Antwort ist, ich bin Batman. Ich bin Batman. Also, Jungs, ich hab euch eine Frage mitgebracht von meiner letzten Woche. Ja. Die hat jetzt ehrlich gesagt sehr wenig hiermit zu tun, aber die wollte ich euch einfach stellen. Ja. Wir fügen sie einfach nahtlos in den Kontext hier ein. Okay. Ja. Okay. Na, ich versuche kurz Kontext zu schaffen. Ihr wisst ja, ich war letzte Woche bei Wer wird Millionär. Ja. Und ihr wisst auch, dass ich eine... Danke für den Applaus an der Stelle. Und ihr wisst ja auch, dass ich eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben habe, ja. die nicht sagen darf, wie viel Geld ich gewonnen habe und oder nicht. Ja. ja. Aber wir wissen, du bist hier, also... Aber ich sag mal so... Es wird nicht so viel Jungs, gewesen sein. Aber ich sag mal so, was würdet ihr mit eurer Million machen? weil ich habe mich wirklich gefragt, ja. was würdet ihr machen? Ich sag's dir, ich würde HeroQuest kaufen. HeroQuest kaufen. Alle Kopien von HeroQuest. Nee, eine. Eine. Tatsächlich habe ich und Jonas in der Plusfolge genau darüber geredet, wirklich? Was wir machen. Die habe ich nicht gehört, natürlich. Die hast du noch nicht gehört, du warst ja quasi weg. Also ich würde einfach... auf jeden Fall in den Podcast investieren und vielleicht irgendwie so eine schöne Wohnung kaufen. Das ist so eine geile Manipulation. Ja. Wenn ich viel Geld gewinnen würde, dann würde ich auf jeden Fall ja. meinen besten Freunden, die jetzt gerade mit mir auf der Bühne sitzen, ja. würde ich mal so eine Dreiviertel, nur so eine Drittelmillion Ich würde es teilen. Also, nee, aber Glück vermehrt sich ja, wenn man es teilt. Ja. Geld nicht. Ich habe einfach Angst, dass ich so, also viele wissen es nicht, ich habe so eine komische eBay-Kleinanzeigensucht und ich habe Angst, dass die dann Hardcore, außer Kontrolle Hardcore. Geraten. Du würdest einfach eBay kaufen, komplett, also alles, was da ist, nicht die Firma selber. Aber er hat wirklich eine Sucht inzwischen. Ja. Ja. Manchmal steht er da und öffnet die App, guckt kurz und macht sie wieder zu. Ja, ja. So wie einige Leute Tinder. Ja. Ja, ja. Aber das machst du mit eBay. Ja. Du swipest ja. dann auch viel. Ich war auch kurz mal davor, so ein eBay-Kleinanzeigen-Date zu haben tatsächlich. Ja. What? Also so verliert man Organe. Nee, ich hatte mal einmal gekauft, einen Router bei einem Mädel. Ich brauchte einen Router. Ich weiß nicht, ich gebe doch nicht 60 Euro für einen Router aus. Also, das ist ey, du bist Quatsch schon fertig, für einen Router 60 Euro. Deswegen war ich so, ey, der Router tut es auch. Das waren so 10 Euro, das war bei mir in der Nähe. Und bin ich zu dem Mädel hin, habe so guten Tag gesagt, die hat mir einen Router gegeben und dann fanden wir uns dann ganz sympathisch. Und dann habe ich gefragt über eBay Kleinanzeigen, so, hey, hast du nicht Lust... dich mal auf einen Kaffee zu treffen. Habe ich ihr bei eBay Kleinanzeigen geschrieben. Und? Und die hatte dann gesagt, ja. Wirklich? Ja. Hat sie nicht gesagt, ja. Ich gebe dir 40. Ja. Ich gebe dir 40. Nee, mach mal 30. Kaffee jetzt. Auf Verhandlungsbasis. Kaffee auf Verhandlungsbasis. Nee, aber es wurde dann leider nichts raus. Ja, aber es wäre natürlich eine wunderschöne, süße Kennenlerngeschichte, ja. ne? Aber auch ein bisschen creepy, ja, weißt du, ne? Maßlos creepy. Maßlos creepy. Ich versuche dich gerade zu retten. Aber maßlos du hättest halt sagen können, ja, ich habe einen Router gesucht, weil ich eine Verbindung brauchte. Oh, und dann habe ich eine Verbindung zu einem Menschen ja. gefunden. Und sie war drahtlos. Ja, sie war drahtlose Verbindung. Ja. So vier Wellen. Ganz gut. Stell mal vor, ich lasse mich dann aufs Date ein und wenn es schlecht läuft, gebe ich dir den Router dann wieder zurück. Das ist der Verlobungsring. Einfach. Das ist der Verlobungsrouter. Verlobungsrouter. Und du wickelst dir so ein LAN-Kabel ums Finger. Ja. So ein schönen Speedport 240L. Fritzbox. Also Ivan würde Gutes tun, in den Podcast investieren. Ja. Naja, also ich hab wirklich gesagt, so eine Drei-Zimmer-Wohnung, wo ein Raum ein Podcast-Studio wäre. Also das, was ich jetzt habe, nur besser. Aber dann meinte Jonas, ey, warum nicht einfach einen eigenständigen Raum irgendwo oder so ein Geschäft halt zu kaufen oder so eine Geschäftsimmobilie. Aber das klingt jetzt
Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier bin, dann würde ich natürlich, also würde ich jetzt die Million bekommen, ja, wäre das maximal ungesund. Wenn Günther Jauch dir jetzt Bargeld geben würde. Wäre das maximal ungesund, weil dann würde ich wirklich sehr, also ich würde wirklich, also die Leute hätten hier, glaube ich, eine richtig gute Zeit. Also, genau. Nice, finde ich gut. Ja, und was bei würde, dir? Ja. Ja, es ist wirklich schwer, ne, wenn man hier, also weil, ja, wir haben draußen ein paar Autos stehen. Oh, ja. Stimmt. Also ich meine, wenn man eine Million bekommt. Ja. Oh, ja. Ich glaube, ich würde hier mit dem, ich würde hier mit Kit rausfahren. Also das wäre so. Oh, das ist nice. Und ich würde es, glaube ich, nach so 30 Minuten würde ich anfangen, so langsam es zu bereuen. Ja. Weil es ist einfach kein modernes Auto. Ja. Und ja, es redet die ganze Zeit, aber es sagt. Du wirkst in jede Ampel ab. Ja. Ist mega genervt. So. Ja. Ist dann irgendwie so ein Navi, was auch noch irgendwie so dir Sprüche drückt. Ja. Ich stand vorhin neben dem Ding und er meinte einfach aus dem Nichts so, vielleicht solltest du, deine Bildung tun. Und ich so, was? Ich hab hier nur eine geraucht. Was? Hallo, ich hab einen Abschluss. Wir müssen jetzt hier, ja, ich hab einen Abschluss. Hast du einen Abschluss? Ja. Nein, du bist ein Auto. Ja. Mir hat der Dings hier gesagt, dass ich krassen Hochwasser hab. Das hat er gesagt. Das Auto. Quatsch. Doch, ich hab Hochwasser. Guck mal, ich hab das Gefühl, meine... Das Auto hat eine spezifische Beleidigung für dein Outfit. Oh nein, jetzt wird's... Oh. Die Technik ist modern. Ja. Die haben da auf jeden Fall... Aber hat das wirklich so ein Ding gehabt, was gesprochen hat? Oder? Ja, es spricht. Das quatscht die ganze Zeit draußen. Und der DeLorean von Zurück in die Zukunft ist auch da. Ja, ist auch so sexy, ey. Ziemlich cool. Also, wir müssen mal Dave fragen, ne? Aber... Ja, stimmt. Also das wäre schon echt sweet, wenn wir das machen können. Moment, willst du nicht zurück in die Vergangenheit? Ja, warte mal. Ich muss zurück in die Vergangenheit. Dave, können wir in die Vergangenheit? Ja. Das ist eher die schwere Aufgabe, dir zu erklären, dass es ein Film war. Wie weit könnte man zurück? Wie weit kann man das einstellen, wie weit man zurück kann? Ja, du kannst es einstellen. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch in die vor dem Flug... Du kannst auch in die Zukunft. Ich kann aber in die Vergangenheit und mir einfach bessere Socken oder höhere Socken mitnehmen. Du kannst. Ich habe einfach dünne Socken mitgenommen. Das Problem ist ja, sobald du anfängst, die Vergangenheit zurückzureisen, bist du sofort in der Bringschuld, irgendwelche schlimmen Sachen zu verhindern. Ach, bist du... Ja, egal wo du... Du kannst jedes Jahr... der Welt nehmen, wann auch immer. Und es wird immer irgendwie so, du hast noch 15 Minuten Zeit, um Cäsar zu retten oder so. Also es ist halt immer... Aber will ich Cäsar retten? Aber den Druck machst du hier ja gerade. Ja. Ich hätte den Druck gehabt. Aber ohne ihn würde es nie diesen Salat geben. Ja. Ich hatte neulich voll die komische... So ein guter Salat. Ich hatte neulich voll die komische Diskussion. Ich habe mir ein Caesar Salad bestellt. Und, siehst du? Pass auf, wie ist für euch Caesar Salad? Was sind die Zutaten? Oh, jetzt blamier ich mich. Ich wusste mal, wie der geht. Also, aber hier diese Croutons. Ja. Ja. Hühnchenstreifen. Ja, ich glaube. Ja, kann, muss aber, glaube ich, nicht. Das ist für mich immer Caesar Salad mit so Hühnchen drin. Und dann hat er mir den Salat gebracht ohne Hühnchen. Ja. Und ich war so, nee, das ist kein Caesar Salad. Doch, ist es. Echt? Caesar ist das Dressing. Ja, ich habe genauso geguckt wie ihr. Und ich war so, nee, ich bin mir ziemlich sicher, also Caesar ist mit Hühnchen. Also ich habe wirklich, ich dachte wirklich, es ist so Fakt. Ja. Und dann war so, nee, das ist auch also so wie... Ja, so ja, ist ganz normal, gemacht. Kann man machen. Und dann habe ich ihn gegessen. Also ich habe mich dann auf keine... Also ich habe es genau einmal gesagt, ich war so, und das Hühnchen? Ich war so, nee, ist ohne. Und ich, also ich habe mich dann nicht... Ich bin nicht dann jemand, der im Restaurant sich dann querstellt. Also ich esse es dann trotzdem. Wirklich? Also seid ihr dann so, die dann nachhaken? Also wenn mir ein falsches Gericht gebracht wird, dann esse ich es in der Regel meistens. Nee, das würde ich nicht machen. Ja. Es kommt auch vor allem sehr aufs Restaurant an. Ja. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin rotzebesoffen nachts bei McDonald's. Ja. Ja. Und ich wollte Pommes, aber also ich krieg Riffelpommes. Mittwoch. Okay. Nehmen wir an, das ist Mittwoch. Das Mittwoch. Und ich krieg, nee, selbst da. Ja. Ich bin mal umgedreht vom McDonald's. Oh, das wird jetzt unangenehm. Ich wollte süß-saure Soße in der Barbecue gekriegt. Ja. Und ich laufe runter zur S-Bahn, mach das auf und war so, nope. Nee. Das Ding wieder zugemacht, bin hochgelaufen, meine S-Bahn verpasst. 20 Minuten auf eine S-Bahn gewartet und gemeint, das war nicht die richtige Soße. Ach, krass. Ja, ich bin aber immer sehr schmerzfrei. An die Szechuan-Soße von Rick and Morty. Sind die eigentlich Rick and Morty Sachen schon aufgetaucht? Ich sehe wenig Ricks und wenig Mortys. Hat auch ein bisschen Heat verloren. Weil, Ivan, ist du immer wärst, noch eine hervorragende ein Serie. Morty, ich wäre ein Hammer Morty. Du wärst Morty. Ich bin zu groß für Morty. Ja. Ich müsste, aber stimmt, das habe ich ja gesagt. Ich sollte nicht so denken wieder. Eigentlich. Siehst du? Genau. Wisst ihr, wen ich von Rick and Morty cosplayen würde? Wen? Jerry. Ja. Jerry ist der beste Charakter der gesamten Serie. Die Definition eines Losers. Ich glaube, liebe Jerry. Ich würde, wen könnte ich spielen? Du könntest auch ein guter Mr. Meeseeks sein. Mr. Meeseeks, look at me. Du könntest, oh Gott, 100%. Ah, sehr schön. Was ich sagen wollte, ich hatte wegen diesem Essen,
Ich habe neulich war ich mit der Deutschen Bahn unterwegs, so ein klassischer Joke gerade. Also nein, ich bin der Deutschen Bahn, kenne ich die Deutsche Bahn, ihr verspätet sich immer. Nee, und dann war ich in diesem Bordrestaurant und ich hatte halt noch nichts gefrühstückt und da stand auf diesem Bild Milchreis mit Zimt und einem Haferdrink. Und ich war so ein bisschen... 6,50. Ich war so ein bisschen gut, das auf dem Bild. Das ist auch irgendwie so ein gutes Frühstücksmahlzeit. Und dann bestelle ich das. Hast du deine eBay-Taktiken angewandt? Bis Nein. Ich gebe dir 4,50. Also was da gekommen ist, war wirklich schlimm. Ja, natürlich. War wirklich schlimm. Und du bist in dem ICE. Und der wusste das selber, aber das war... Also der wusste es selber. Es ist sehr schwer, in einem fahrenden Zug Milchreis zuzubereiten. Selbst ich kann guten Milchreis machen. Und kannst du? Das testen wir heute. Weil das ist Video eine große Formulierung. Nee. Du kannst eine Instant Milchreis nehmen und Milch dazu machen. Ich würde Reis kochen, ich würde das mit Milch aufkochen. Also ja. Ich kann das schon. Aber du kannst ja nicht mit jedem Reis machen. Nee, pass auf. Und dann... Tor. Sehr, sehr nice. Wir haben gerade Tor gesehen. Boah, ist ja auch richtig stattliche Arme. Yes, God of Thunder, Alter. Wow. Sehr, sehr gut. Ja, mit den Armen kann er das Ding heben. Aber auch so ein sympathischer Kerl, wirklich. Ah, sehr, sehr cool. Nice. Kann man auf der Comic-Con jetzt so Fights starten? Weil wir haben Loki da, wir haben Thor da. Das ist gerade so, ja, wir können jetzt der Hulk von der Seite kommt irgendwo. Ja. Können wir auch so auf Wetten machen? Das ist diesen Milchreis. Also der hat ihn hier gebracht, das ist so eine graue Pampe und hat nicht mal so guten Appetit gesagt. War so, ja. Also ist einfach gegangen. War so, ja. Ich habe auch aufgegeben. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob keine Ahnung, ist jetzt scheißegal. Wirklich, das macht mich richtig traurig. Ich kann Milchreis, das verstehen. Weil wenn man sich auf Milchreis freut, dann will man so, das hat mich wirklich traurig gemacht. Ja, so, das stimmt, weil Milchreis ist ja auch so Soulfood. 6,50 €, also... Ne, das ist ja ein Wucher. Das ist wirklich ein Wucher. Wo ich gerade bei Geld sind. Ich finde es sehr, 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 sehr nett. Ja. Das ist eine Überleitung. Wo wir Geld sind. Ja. Werbung. Ich finde es nice, dass man hier überall mit Euro zahlen kann. Okay. Nee, weil geh mal mit Franken in Berlin bezahlen. Ja. Da ist man hier netter. Kommt drauf an, manchen Läden ist denen alles egal. Nee, no way. Doch. Glaubst du, du kannst einfach gehen und sagen, hier? Ja, und ich sag, da steht eine Zahl drauf. Wird schon stimmen. Das reicht. 10? Ja. 10. Unser Leben wird eh nicht besser oder schlechter dadurch. Das ist ein ganz guter Punkt. Oh. Witzig. Oh Mann, ey. Zumindest habe ich mir überlegt, wenn ich eventuell meine Million gewonnen habe oder nicht, das wissen wir ja alle noch nicht. Ja. Ich würde mir nur noch von meinem Friseur die Haare waschen lassen. Kontinuierlich? Ja, ich würde nie wieder alleine Haare haben. Nur waschen. Achso, ich dachte, du bleibst einfach da und der muss dir einfach 24 Stunden lang. Ach Gott, Stunden immer die Haare. Aber es ist schon geil, wenn dieser Wasserstrahl so hier so. Ich würde es nie wieder selber machen. Ich würde da hingehen und sagen, Monika, wie immer. Dann lege ich mich da hin oder kriege meine Kopfmassage. Man muss auch automatisch so ein bisschen lächeln, finde ich. Immer. Man ist immer so ein bisschen so, oh ja. Also ich würde es richtig verballern. Okay. Richtig verballern. Ich habe noch so ein paar andere dumme Sachen. Ich hätte gerne so richtig gutes Parkett. Ich würde gerne so richtig schön... Verlegt oder zu Hause einfach an der Wand. Eure Träume sind so überschaubar geblieben. Ich bin gut. Ihr seid bodenständig. Ja, und ihr seid, aber irgendwie auch abgehoben. Mein Traum ist völlig insane. Ich lasse mir für immer die Haare waschen. Ja. Nee, ich würde gerne so... Aber wie gut ist die Haare gewaschen zu kriegen beim Friseur? Das ist ja das Beste am gesamten Erlebnis. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht warum, aber mich holt das in letzter Zeit nicht mehr so. Aber kannst du dich an die 90er erinnern? Ja. Da war das doch mega. Es war sogar noch in den 2000ern. Ich weiß, zwei Dinge. Oh, krass. Oh. Ich habe so eine komplette Reizüberflutung gerade. Ich auch. Ist so richtig voll, ne? Ja, es ist richtig voll. Eigentlich müssen wir mal anfangen, Leute auf die Bühne zu ziehen für eine Millisekunde, damit man das Outfit kurz sieht oder so. Ich werde gleich jeden ansprechen und sagen, hey, haben Sie Lust auf einen Pen-and-Paper-Podcast? Name ist der Prügel mit dran. Also wir haben einen Browncoat und wir haben Waldo. Ja. Wollt ihr mal, und wir haben einen Ghostbuster, fällt mir gerade auf. Möchtest du kurz dein Cosplay zeigen und in die Kamera, wenn du magst? Ganz kurz auf die Treppe kommen. Du musst nicht, nur wenn du magst. Wie du magst, ich will dich nicht zwingen. Dann da in die Kamera gucken. Ein riesengroßer Applaus für eine Ghostbusterin. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Hast du echt super gemacht. Nice. Boah, das leuchtet sogar. Mega gut. Wenn wir schon dabei sind. Oder? Ja. Wir können ja mal Leute zeigen. Wir können ja Leute Captain Mel von der Firefly. Yes. Eine meiner Lieblingsserien übrigens. Ja, finde ich auch. Die hat zu früh aufgehört, ne? Ja, ja. Yes. Er trägt sich auch so, wie sich der Charakter trägt. Ja. Weißt du, was ich meine? Keine Waffe, was ist passiert?
Wurde ja schon mal Security. Die Security hat so Laserschwerter genommen. Die Security hat dann die besten Waffen. Ja. Nice. Sehr, sehr cool. Gab's nur eine Staffel von, oder? Aber du bist ein Rebell. Warum hast du dich rebelliert? Ja. Das ist alles, was du. Also, das ist doch Captain Mel. Du hättest dich da durchsetzen müssen irgendwie. Ja, okay. Ja. Sehr, sehr gut. Mega stark. Mega stark. Nice. Ja, es wird ja auch noch einen Cosplay-Wettbewerb geben, ja, den wir moderieren werden. Das wird, ja, bitte. Waldo bitte auch. Also ich finde Waldo ist so, ist auch einfach, ja. Waldo ist ein guter Charakter. Um ja. Komm hoch. Nice. Ich meine, es wird jetzt natürlich sehr einfach, dich zu finden. Ja, ja, stimmt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Riesengroßer Applaus. Yes. Ihr könnt, wir haben dich. Das ist wirklich für die Leute zu Hause. Findet Waldo in diesem Bild. Ja. Das ist euer Job jetzt. Das einfachste Where's Waldo. Freeze-framed einfach und guckt, ob ihr finden könnt. Dann kreist es auf eurem Bildschirm ein. Macht euren Bildschirm völlig kaputt. Ach, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, auf den Cosplay-Wettbewerb bin ich wirklich gespannt. Ja, also... Weil da wird man, glaube ich, so richtig so high-end gedüstet. Gibt es Favoriten dieses Jahr? Gibt es sowas? Gibt's Wetten? Ich glaube... Oh Wetten? Mein Gott, gibt es Wetten? Gibt's Wetten? Wir haben alle ein leichtes Problem mit Glücksspiel. Illegale Cosplay-Wetten? Also eher sogar ein schweres. Ja. Aber ich finde, hier ist es nicht so, also ich glaube, hier ist es noch alles im sehr gesunden Rahmen. Ich habe euch mal erzählt von der Leipziger Buchmesse, ja, wo es sehr, sehr kompetitiv war und es alles so ein bisschen kaputt gemacht hat. Wettbewerb macht gerne so Dinge kaputt. Ja. Achso. Leipziger Buchmesse gibt so ein riesiger, also wirklich auch Cosplay. Ist Leipziger Buchmesse ist ja wirklich quasi ein einzelner Abteil, wo es nur darum geht. Die größte Europas sein. Ich dachte, dass sie da, dass dann sozusagen die Autoren einfach so kompetitiv, also dass sie so, ne? Jeder drängt den anderen von der Bühne, um noch schnell einen Satz vorzulesen. Ja. Nee, was ich gehört habe, saufen die da wahnsinnig viel. Okay. Ja. Das ist meine Geschichten davon. Wollen wir nicht so illegale Cosplay-Wetten hier starten? Wie könnten die Auslöser sein für so eine ganze Unterwelt, die sich also aufbaut? Also ich muss sagen, ich würde ehrlich gesagt lieber so einen kleinen Untergrund-Kampfring starten. Okay. Weißt du, was ich meine? Das könnte sich entwickeln. Das können wir hinkriegen. Darth Vader gegen Mike Myers. Und dann machen wir die Quoten, wir nehmen ein bisschen was an. Ey, wir haben 10% hier, Share, die Bank gewinnt immer. Wir haben, glaube ich, wirklich eine Nische gefunden. Also, ist das jetzt unironisch? Also, jetzt. Ja, wir rennen gleich alle raus, machen mal so einen Kreis auf den Boden, also, fangen an rumzubrüllen. Wenn du das Thumbnail siehst, also... Das würde so viral gehen. Ja. Und irgendwann, wenn die Maske abfällt, also die Regel ist bei unseren Fights, die Cosplay muss immer sitzen. Ne? Also wenn du... Das finde ich gut. Also wenn irgendwie so ein Mundschutz, also wenn bei MMA-Kämpfen so ein Mundschutz rausfällt, halten die auch kurz an. Das heißt, wenn das, die Maske von Darth Vader abfällt, müssen die kurz... Ja. Aber das ist mir ein bisschen zu nah an meinem neuen Konzept. Ich habe ein neues Konzept. Ich habe ich glaube, das ist ein brillantes Format. Ich weiß gar nicht, ich sage es einfach hier, weil dann wissen alle, dass ich das erfunden habe. Ja, bitte. Es heißt große Hosenboxen. Große Hosenboxen. Genau. Und die Prämisse ist einfach, man kriegt nur einen Boxhandschuh und mit der anderen Hand muss man seine Hose festhalten, weil die viel zu groß ist. Und ist bei großartig. Wem die Hose zuerst runterfällt, der hat verloren. Ist das funny. Okay, das finde ich überraschend gut. Das große Hosenbox ist mir gestern eingefallen. Ey, ohne Scheiß, das wäre so ein richtiges, wenn du jetzt in der Redaktion bei ProSieben sitzen würdest und es würde noch Schlag den Raab geben, würde Stefan Raab gerade mit den Lippen schnalzen. Ja. Würde ich sagen, Jonas? Ich werde dich nicht befördern. Große Hosenboxen. Wirklich, wenn die bis auf Kipp ist, zählt das schon? Oder muss die wirklich auch komplett auf dem Boden sein? Ja, da könnte man sagen, du bist angezählt oder so. Aber Nein! Ich finde, die muss ganz runterfallen, weil dann wird es erst richtig peinlich. Ja, genau. Weil dann ist man so richtig entwürdigt, wenn die auf die Schnecken. Ja, genau. Krass. Oh, ja, tatsächlich, ich habe einen Zuko gesehen. Meine Hoffnung war immer noch, eine Katara oder Korra zu sehen. Mal gucken, ob ich... Weil wir haben letztens erst drüber geredet, von welchem Genre oder von welchem Universum viel gecosplayt wird. Und ich würde sagen, momentan am meisten sehe ich das Naruto-Universum und Star Wars, oder? Ja. Und Ghostbusters haben wir auch sehr viel. Ghostbusters, genau. Aber ich habe schon ersten Witcher gesehen. Also nicht Witcher selber, sondern Witcher-Charaktere. Okay. Ja. Auch, Witcher hätte ich auch erwartet, würde jetzt sehr viel mehr reinkommen. Aber Geralt ist schon schwer, ist schon aufwendig, glaube ich. So. Nicht das Spiel, die Serie. Ach, stimmt. Das ist, muss ich leider gestehen, gelinde gesagt, arg an mir vorbeigegangen. Ja. Ich habe das Spiel geliebt und die Serie war ich dann so... Schäm dich einfach. Ich weiß, dass der Hauptdarsteller wahnsinnig sexy ist. Ja. Wer war das nochmal? Was? Superman war das. Henry Cavill, genau. Oh, ist was ein Mann. Gott. Also, ich meine, wenn man dich für Superman und den Witcher einstellt, dann wird schon irgendwas passiert sein. Da musst du schon richtig sexy sein. Ja. Sind das seine echten Haare? Ja, ja. Weil das so die einzige, die ich mir wünschen würde. Sind auch seine echten Augen.
Die haben ihn für Superman haben sie ihn schwarz gemacht, die Haare schwarz gefärbt und seine Hautfarbe und so alles. Aber eigentlich sieht er so aus wie Batman. Aber interessant, ist der so ein Schauspieler, der dann auch in dem ganzen so Fantasy-Genre ist oder hat er dann der auch liebt so? Es. Ja, okay. Der geht total. Also stimmt, mir fällt gerade auf, ich habe mal eine Story von dem gehört. Ja. Ich glaube, das hast du mir sogar geschickt, dass der fast die Rolle von Superman nicht bekommen hat, weil er World of Warcraft gespielt hat. Und sein Handy hat die ganze Zeit geklingelt und er war so, nee, ich will zocken. Ja. Und jetzt das ist eine mega gute Geschichte. Aber er hat wirklich authentisch. Ich weiß. Er hat wirklich authentisch gemeint. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Okay, das war das Signal, glaube ich. Weiß nee, wir haben noch ein paar Minuten. Ja? Also ich meine, Dave meinte, wir können immer ein bisschen eher gehen, wir sollen nicht überziehen. Okay. Was sagt unsere Zeit? Oh, wir könnten ehrlich gesagt wirklich fast langsam abmoderieren. Genau, okay. Oh, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Signal, dafür, dass wir abmoderieren sollen. Ich ergebe mich. Ich glaube, wir müssen mich. Ja. Ja, bei uns in der Szene kriegt man normalerweise Licht, wenn man fertig ist. Ja, ich möchte ab jetzt immer so abmoderiert werden. Ich möchte ab jetzt ist auch nicht verkehrt. Immer so abmoderiert werden. Das wäre großartig. Einmal in die Kamera. Ja, sind yes, einmal Applaus einmal bitte. Applaus. Ja, dann lass uns abmoderieren, Jonas. Ja, oder? Ja, das war verprügelt mit Punchlines. Morgen machen wir noch eine Folge. Ja. Genau. Bleibt hier. Bleibt hier. Nehmt immer. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben unsere Sprechfunktion alle nicht mehr. Also, okay. Denk dir schnell was nehmt aus. Nehmt immer das volle Kopfgeld wegen. Nehmt immer. What? Wegen Star Wars Mandalorian. Ja? Und macht immer das beste Cosplay. Fertig. Macht immer das beste Cosplay. Ja, gut. Also, ciao. Tschüss. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Danke sehr. Dank. Oh. Nein. Jetzt, wenn die Kameras aus sind. Verprügelt mit Punchlines.